Buonasera, benvenuti alla vostra nuova lezione di tedesco. Per oggi ho preparato le frasi utili, 60 frasi, e cominciamo subito. Numero 1. Penso che sia in ordine. Ich denke, es wäre in Ordnung. Ich denke, es wäre in Ordnung. Denken, pensare. Es wäre. Wäre sia. In Ordnung, in Ordine. Ja, ich denke, es wäre in Ordnung. Numero 2. Va bene parcheggiare qui? È in ordine parcheggiare qui. Ist es in Ordnung, hier zu parken? Ist es in Ordnung, hier zu parken? Va bene. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Andrebbe bene. Das wäre in Ordnung. Das wäre in Ordnung. Tutto bene finora? Ist bisher alles in Ordnung? Ist bisher alles in Ordnung? Ha bevuto molto vino finora. Bisher hat er viel Wein getrunken. Bisher hat er viel Wein getrunken. Di solito di sera non mangio molto, solo un paio di biscotti e un po' di latte. Abends esse ich normalerweise nicht viel. Nur ein paar Kekse und ein wenig Milch. Abends esse ich normalerweise nicht viel, nur ein paar Kekse und ein wenig Milch. Normalerweise di solito. Abends di sera. Abends esse ich normalerweise nicht viel, nur ein paar Kekse und ein wenig Milch. Sabato do una festa o una festa. Am Samstag organisiere ich eine Party. Organizzo una festa. Am Samstag organisiere ich eine Party. Es ist mein Geburtstag zum Beispiel. Und ich organisiere eine Party. Numero 9. Mi serve il latte per preparare questa torta. Brauche ich Milch, diesen Kuchen zu machen? Brauche ich Milch, diesen Kuchen zu machen? Mi serve il latte. Brauche ich Milch, den Kuchen zu machen? Per preparare questa torta. Brauche ich Milch, diesen Kuchen zu machen? Numero 10. È tornato ieri dal viaggio. Ist gestern von der Reise zurückgekehrt oder zurückgekommen. Zurückkehren è lo stesso che zurückkommen, tornare. Ist gestern von der Reise zurückgekehrt. Oder ist gestern von der Reise zurückgekommen. Volevo chiamarti, ma non ho avuto tempo. Ich wollte dich gestern anrufen, hatte aber keine Zeit. Ich wollte dich gestern anrufen, aber ich hatte keine Zeit oder hatte aber keine Zeit. Anrufen, chiamare. Ich wollte dich gestern anrufen, hatte aber keine Zeit. Sai che non bevo birra. Dammi un tè, per favore. Du weißt ja,
dass ich kein Bier trinke. Gib mir bitte einen Tee. Du weißt ja, dass ich kein Bier trinke. Gib mir bitte einen Tee. Du weißt, tu sei, ich trinke kein Bier, non bevo birre. Dammi, gib mir, dammi, bitte, per favore, einen Tee. Un Tee. Du weißt ja, dass ich kein Bier trinke. Gib mir bitte einen Tee. Qual è il suo numero fortunato? Was ist ihre Glückszahl? Was ist ihre Glückszahl? Die Zahl, il numero. Ihre, il suo, per cortesia. Was ist ihre Glückszahl? Vada oltre questa porta e mi aspetti lì. Gehen Sie durch diese Tür und warten Sie dort auf mich. Gehen Sie durch diese Tür und warten Sie dort auf mich. Gehen Sie, vada, per cortesia. Gehen Sie durch diese Tür und warten Sie dort auf mich. Warten auf, aspettare qualcuno. Warten Sie dort auf mich. Sei fortunato che lei sia la tua fidanzata. Du hast Glück, dass sie deine Freundin ist. Du hast Glück, dass sie deine Freundin ist. Du hast Glück, du bist glücklich. Du hast Glück, sei fortunato. Sie ist deine Freundin. Lei è la tua fidanzata. Du hast Glück, dass sie deine Freundin ist. Anche tu sei preoccupato per lui? Machst du dir auch Sorgen um ihn? Machst du dir auch Sorgen um ihn? Anche tu sei preoccupato per lui. Sich Sorgen machen, preoccuparsi. Preoccupare per qualcuno. Mi preoccupo, ich mache mir Sorgen. Per lui, um ihn. Machst du dir auch Sorgen um ihn? L'ho salutato, ma lui non mi ha sentito. Ich begrüßte ihn, aber hörte mich nicht. Il preteritum non è perfekt, sondern preteritum. Ich begrüßte ihn, oder ich habe ihn begrüßt. Hörte mich nicht, hat mich nicht gehört. Ich begrüßte ihn, aber hörte mich nicht. Ti saluto sempre quando ti vedo. Ich grüße dich immer, wenn ich dich sehe. Ich grüße dich immer, wenn ich dich sehe. Ich grüße dich immer, wenn ich dich sehe. Non hai fame? Sì, ho fame. Hast du keinen Hunger? Doch, ich hab Hunger. Hast du keinen Hunger? Doch, ich hab Hunger. Doch, wie es sie. Hast du keinen Hunger? È una domanda negativa. E per questo non diciamo ja, ich hab Hunger, sondern doch. Doch, 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 ich hab Hunger. Ho preparato i panini per la gita e lei ha comprato le bibite. Ich machte Sandwiches für das Picknick und sie kaufte Getränke. Ich machte Sandwiches für das Picknick, sie kaufte Getränke. Ero stanco dopo il lungo viaggio. Ich war nach der langen Reise wirklich müde. Ero davvero stanco. Ich war wirklich müde nach der langen
Reise, dopo il lungo viaggio. Die Reise nach der, il dativo. Ich war nach der langen Reise wirklich müde. Lei è troppo stanca per uscire. Sie ist zu müde, um auszugehen. Sie ist zu müde, um auszugehen. Lei è troppo stanca, sie ist zu müde, um auszugehen, per uscire. Lui abita in una piccola città del sud. Er lebt in einer kleinen südlichen Stadt. Er lebt in einer Stadt. In einer Stadt o in un grado. In una città. In una città. In einer kleinen Stadt, in una piccola città. Südlichen Stadt del Sud. Er lebt in einer kleinen südlichen Stadt. Farai una festa di compleanno quest'anno? Wirst du dieses Jahr eine Geburtstagsfeier haben? Wirst du dieses Jahr eine Geburtstagsfeier haben? Ja, ich werde dieses Jahr eine Geburtstagsfeier haben. Avrai sicuramente l'opportunità di rivenire qua. Du wirst sicherlich die Gelegenheit haben, wieder hierher zu kommen. Du wirst sicherlich die Gelegenheit haben. Avrai sicuramente l'opportunità, die Gelegenheit, Opportunità, wieder hierher zu kommen, di rivenire qua. Du wirst sicherlich die Gelegenheit haben, wieder hierher zu kommen. Non voglio venire da solo, posso portare un amico? Ich möchte nicht allein kommen. Kann ich einen Freund mitbringen? Ich möchte nicht allein kommen. Kann ich einen Freund mitbringen? Ich möchte nicht allein kommen. Kann ich einen Freund mitbringen? C'è un ristorante qui vicino? Gibt es hier ein Restaurant in der Nähe? Gibt es hier ein Restaurant in der Nähe? Ja, es gibt hier ein Restaurant in der Nähe. Ho smesso di fumare. Ich habe mir das Rauchen abgewöhnt. Ich habe mir das Rauchen abgewöhnt. Oder ich habe aufgehört zu rauchen. Ich habe aufgehört zu rauchen. Ich habe mir das Rauchen abgewöhnt. Il sole e la pioggia insieme hanno fatto un bellissimo arcobaleno. Die Sonne und der Regen zusammen haben einen wunderschönen Regenbogen gebildet. Die Sonne und der Regen zusammen haben zusammen. Die Sonne und der Regen haben zusammen einen wunderschönen Regenbogen gebildet. Cos'è importante per te, i miei amici e la mia carriera? Was findest du wichtig, meine Freunde und meine Karriere? Oder was ist wichtig für dich? Was ist wichtig für dich? Was findest du wichtig, meine Freunde und meine Karriere? Sono molto triste di sentirlo. Ich bin sehr traurig, das zu hören. Ich bin sehr traurig. Sono molto triste. Ich bin sehr traurig, das zu hören. Das zu hören. Sono triste perché lei mi ha lasciato. Ich bin sehr traurig, weil sie mich verlassen hat. Ich bin sehr traurig, weil sie mich verlassen hat. Ich bin sehr traurig, weil sie mich verlassen hat. Penso che lui sia uno scrittore brillante. Ich denke, er ist ein großartiger Schriftsteller.
Ich denke, er ist ein großartiger Schriftsteller. La mia macchina è rotta, non posso andare a lavorare. Das Auto ist kaputt, mein Auto. Mein Auto ist kaputt, ich kann nicht zur Arbeit gehen. Mein Auto ist kaputt und ich kann nicht zur Arbeit gehen. In negozio cerchi sempre gli sconti. Suchst du im Geschäft die Sonderangebote? Suchst du immer im Geschäft die Sonderangebote oder suchst du im Geschäft immer die Sonderangebote? Andiamo in spiaggia. Wollen wir zum Strand fahren? Wollen wir zum Strand fahren? Letteralmente vogliamo andare in spiaggia. Wollen wir zum Strand fahren? Qual era il motivo del suo viaggio qui? Was war der Grund ihrer Reise hierher? Was war der Grund ihrer Reise hierher? Il suo viaggio, suo per cortesia. Was war der Grund ihrer Reise hierher? Lei porta il suo cane con sé. Sie bringt ihren Hund mit. Sie bringt ihren Hund mit. Mitbringen, portare con sé. Sie bringt ihren Hund mit. Lui è un brav'uomo. Er ist ein guter Mensch. Er ist ein guter Mensch. Ho sentito che il tuo povero vicino di casa è morto. Ich habe gehört, dass Ihr armer Nachbar gestorben ist. Ich habe gehört, dass Ihr armer Nachbar gestorben ist. Il gatto dorme sotto l'armadio. Die Katze schläft unter dem Schrank. Die Katze schläft unter dem Schrank. Oder vielleicht unter dem Tisch. Besser. Sotto il tavolo, unter dem Tisch. Quanti candidati verranno all'esame? Wie viele Kandidaten kommen zur Prüfung? Wie viele Kandidaten kommen zur Prüfung? Wie viele, quanti Kandidaten kommen zur Prüfung? Può aiutarmi a tradurre questa poesia? Könnten Sie mir helfen? Dieses Gedicht zu übersetzen. Könnten Sie mir helfen, dieses Gedicht zu übersetzen? Per me è un po' complicato. Può accompagnarmi? Für mich ist es ein bisschen kompliziert. Könnten Sie mich begleiten? Für mich ist es ein bisschen kompliziert. Könnten Sie mich begleiten? Accompagnare, begleiten. Quanto è grande l'appartamento? Il nostro appartamento è grande. Wie groß ist die Wohnung? Unsere Wohnung ist klein, è piccola, non è grande. Wie groß ist die Wohnung? Unsere Wohnung ist klein. L'appartamento è già stato affittato. È una domanda. L'appartamento è già stato affittato? È già affittato? Ist die Wohnung schon vermietet? Ist die Wohnung schon vermietet? C'è il sole? Ist das Wetter sonnig? Ist das Wetter sonnig? Gibt es Sonne? Ist das Wetter sonnig? Oggi è tornato il bel tempo. Heute ist das Wetter wieder schön. Heute ist das Wetter wieder schön. È una bellissima giornata di sole. Es ist ein wunderschöner sonniger Tag. Es ist ein wunderschöner sonniger Tag.
Oggi è nuvoloso. Heute ist es bewölkt. Heute ist es bewölkt. A volte lui fa una passeggiata di notte. Manchmal geht er nachts spazieren. Manchmal geht er nachts spazieren. Da quando questi piatti sono sul tavolo? Seit wann sind diese Teller hier auf dem Tisch? Seit wann sind diese Teller hier auf dem Tisch? Chi ha rotto il vaso? Wer hat die Vase zerbrochen? Wer hat die Vase zerbrochen? Chi ti ha suggerito di andare in un ristorante così costoso? Wer hat dir vorgeschlagen, in ein so teures Restaurant zu gehen? Wer hat dir vorgeschlagen, in ein so teures Restaurant zu gehen? Vorschlagen, suggerire. Wer hat dir vorgeschlagen, in ein so teures Restaurant zu gehen? E l'ultima per oggi, chi gliel'ha detto? Ho dimenticato chi era. Wer hat Ihnen das gesagt? Ich habe vergessen, wer es war. Wer hat Ihnen das gesagt? Ich habe vergessen, wer es war. Vergessen, dimenticare. Ich habe vergessen, ho dimenticato, wer es war. Chi era? Ok, è tutto per oggi. Spero che ci vediamo alla prossima lezione. Arrivederci, tschüss.